Guck mal. Guck mal, im Hintergrund habe ich den Wassermann eingeblendet, denn es geht heute um das Wassermann-Zeitalter. Es geht darum, wie wir uns gut energetisch ausrichten können und über die drei Planeten Uranus, Neptun und Pluto die bestmögliche energetische Ausrichtung bekommen können. Denn diese drei Planeten strahlen eine Energie aus im Universum und diese kommt als magnetische Strahlung auf die Erde. Und da wir Menschen so ähnlich aufgebaut sind, also auch in eine magnetische Strahlung haben, spüren wir diese Energien sehr. Jetzt habe ich Folgendes vor. Wir werden am Ende des Videos eine Reise zu diesen drei Planeten machen und wir werden die heilenden Kräfte, welche diese Planeten haben, für uns nützen und uns neu ausrichten. Das ist die perfekte energetische Neuausrichtung für dich und ich freue mich so sehr, dass ich dir dieses Geschenk heute machen darf. Ja, also die Strahlungen, besonders jetzt fangen wir mal mit Uranus an. Also was Uranus bewirkt, ist die Berührung der eigenen göttlichen Flamme. Uranus hat so ein großes, starkes Feuer, eine Feuerkraft. Und mit dieser Feuerkraft können wir unsere göttliche Flamme ausdehnen und uns neu zu Gott ausrichten. Und das ist die Chance für uns, leichter in das höhere Bewusstsein hineinzukommen. Und das werde ich auch dann in dem Channeling mit euch machen, werde euch da dabei unterstützen. Uranus ist auch noch da, um das Seelenfeuer anzufachen und um die Seele zu reinigen. Das heißt also, letztendlich kann durch die magnetische Strahlung von Uranus die Seele sich erneuern. Das heißt, alles, was wir an Belastungen auf der Seele tragen, wird von der Einstrahlung von Uranus gelöst, wenn wir uns dem öffnen. Das ist immer wieder wichtig, dass wir bewusst uns dem öffnen, denn dann kommen wir weiter. Wenn man sich dem verschließt, blockiert man und steuert auf Krisen zu. Das muss ich dazu sagen. Also es gehört der innere Impuls, das innere Ja, diese Dinge gehören dazu, um dann auch eins zu sein mit dem Kosmos und sich darin zu entfalten. Also Pluto, Neptun und Uranus, diese drei Planeten spielen eine sehr große Rolle in dem Wassermann-Zeitalter. Und Uranus bringt uns das Feuer der Schöpferkraft, das Feuer der Seele, um uns auszudehnen und um uns zu reinigen. Er aktiviert die Hypophyse und macht uns bereit, Schöpfer zu sein, das anzuerkennen, das wir selbst erschaffen. Wir wissen das natürlich, aber das ist nochmal ein ganz großer Anschub, den wir über die geistige Welt, über den Uranus bekommen. Und das werden wir dann auch in dem Channeling zusammen tun. Wenn wir jetzt zu Neptun kommen, Neptun hat auch eine total super tolle energetische Einstrahlung für uns und zwar entgiftet er uns und er unterstützt die Zirbeldrüse. Das heißt also, wir können durch Neptun die Fähigkeit unseres dritten Auges erweitern und das geschieht in dem Wassermann-Zeitalter. Es ist enorm, es ist richtig toll, was da für Möglichkeiten uns geschenkt werden, wenn wir uns dem öffnen. Es ist immer wieder wichtig, sich diesen Energien zu öffnen und hinzugeben. Und auch das werden wir am Ende des Videos zusammen tun. Wir werden mit Neptun uns verbinden und die Kräfte nutzen für unsere Zirbeldrüse. Und das Ego, was noch ganz wichtig ist bei Neptun, das Ego, wenn man sich öffnet für die magnetischen Energien von Neptun und dann sich auch bereit erklärt, diese Energien für die Gemeinschaft zu nutzen, also nicht für das Ego, dann kommen wir weiter. Sobald man beginnt, nur für sich selbst
diese Dinge zu nutzen, wird man in einen Konflikt geraten. Und das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, nehme ich mal an. Also die ganz große Chance für uns alle, über die Zirbeldrüse uns weiterzuentwickeln. Denn die Zirbeldrüse, je mehr die wieder funktioniert, ist ja mit unserem dritten Auge verbunden. Und das dritte Auge wiederum und die Zirbeldrüse zusammen steuern unsere Fähigkeiten, unterstützen unsere Fähigkeiten und dehnen diese aus. Also was für eine große Chance bietet uns das Wassermann-Zeitalter in Bezug auf unsere Fähigkeiten. Ungeahnte Möglichkeiten tauchen da auf und wir können diese nutzen. Ich unterstütze euch dabei jetzt am Ende des Videos. Und was ihr auch tun könntet, ich biete einmal im Monat immer eine Aktivierung und Reinigung der Zirbeldrüse an. Das ist jetzt gerade im kommenden oder im jetzigen, im neuen Zeitalter besonders wichtig, weil wir ja gerade durch den Einfluss von Neptun sowieso die Unterstützung haben. Und wenn wir dann selbst noch was dazu tun, also zum Beispiel an dem Gesundheitsabend teilnehmen, ja dann haben wir alles getan und dann sind wir voll in der neuen tollen Energie. Welch herrliche Aussichten. Dann haben wir den dritten Planeten, das ist Pluto. Pluto hilft uns, das Karma abzulösen, was bisher noch nicht gelöst werden konnte. Also Pluto ist ganz wichtig, um alte Dinge, die noch nicht abgeschlossen sind, um die abzuschließen und um uns frei zu machen. Und je mehr wir befreit sind von diesen Dingen, umso mehr können wir uns zu diesem göttlichen Wesen wieder zurückentwickeln, was ein jeder von uns ist, der sich dem Bewusstsein öffnet. Es ist so wichtig für euch zu wissen, es ist die aktive Öffnung von jedem einzelnen Menschen wichtig, um die Energien zu empfangen und um sich auszurichten, um das neue Bewusstsein zu erhalten. Wenn du nichts tust, wenn du nicht daran glaubst, wirst du stehen bleiben und nicht weiterkommen. Dieses neue Zeitalter bietet uns die Chance für eine riesengroße Weiterentwicklung und ich bin sowas von dankbar dafür, dass das jetzt endlich beginnt, denn es ist ja sowieso eine komplette Neuausrichtung gerade jetzt in den letzten Wochen angesagt und da ist das Wassermann-Zeitalter genau perfekt richtig für uns. Ja, und jetzt können wir auch schon langsam anfangen mit diesen drei Planetenenergien. Und wer sich von euch noch mehr für Planeten und Sternenbilder interessiert, es gibt sogar einen Lehrgang von mir, den ich vor 8 Jahren gechannelt habe. Der ist immer aktuell. Und zwar arbeitet man da mit den Heilenergien der einzelnen Planeten. Das sind 12 Sternenbilder, mit denen man sich verbindet und dann da Heilenergien erhält, so wie wir es jetzt machen. Also ich kann das besonders gut, mich mit den Sternenbildern zu verbinden. Ich hatte das damals, als ich in England lebte, entwickelt dieses Programm. Also die geistliche Welt hat mir die Impulse geschickt, mach das jetzt. Und England war damals ganz wichtig für mich, weil ich da auch so einen neuen Lebensabschnitt begann. Gerade mit den Sternenbildern, mit der Magie, mit Merlin. Und daraus ist dieses entstanden. Und von daher kann ich also sehr gut mich mit den Planeten verbinden. Und ihr werdet es jetzt auch gleich spüren. Und möchte euch dieses Geschenk machen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr hier seid und dass wir zusammen jetzt in die große Heilung des Wassermanns Zeitalter hineinschreiten und die Geschenke annehmen, die für uns vorbereitet wurden. So, jetzt sprühe ich mich natürlich erstmal ein. So, mit der 999. Und ich habe auch den Impuls gestern Abend bekommen, ich soll ein neues Auraspray machen, und zwar das Wassermann-Auraspray. Das werde ich auch jetzt gleich in den Shop einstellen, wenn euch das interessiert.
Da werden dann die drei Planetenenergien drin sein, die euch unterstützen, jetzt gerade alles zu entfalten, was an Energien von diesem Zeitalter für uns möglich ist. So, dann nehme ich nochmal den Merlin dazu heute. Jawohl, Merlin, ich habe ja auch von dir gesprochen. Genau. Und die Fülle soll ich noch nehmen. Wo haben wir denn die Fülle? Die hat sich versteckt. So. So, dann haben wir jetzt das auch erledigt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Ich stimme mich jetzt so langsam ein. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte, dass sich die Energie des Schutzes um jeden Einzelnen legt und dass nur die allerhöchsten, wundervollsten, positivsten Energien und Botschaften jetzt zu uns kommen. Jetzt öffnet sich mein Kanal und meine Seelenengel richten ihn aus, hinauf in das Universum. Und währenddessen spreche ich zu dir, geliebtes Menschenkind, schön, dass du heute hier bist und etwas für dich tun möchtest. Schön, dass du dieses Bewusstsein trägst, welches wichtig ist, um in die höheren Dimensionen der Liebe aufzusteigen und um deine göttlichen Gaben, deine göttliche Flamme, deine neue Seele zu reinigen, zu heilen und auszudehnen. Und so rufe ich die Energie des Uranus. Ich verbinde mich mit den magnetischen Wellen von Uranus. Und jetzt in diesem Moment fließt die Energie durch meinen Kanal hin zu dir. Uranus berührt deine Hypophyse. Uranus reinigt deine Hypophyse. Die magnetischen Wellen der Uranus-Energie fließen jetzt in deine Hypophyse ein. Sie reinigen alles, was sich über all die Jahre und Inkarnationen dort an Verunreinigungen gebildet hat. Und sie entfernen alles, was hinderlich ist, was an Blockade oder Hindernis vorliegt und dich in deiner Weiterentwicklung hindert. Spüre die Reinigung und spüre die Liebe, die magnetischen Wellen. Nun strahlt Uranus direkt in deine göttliche Flamme in deinem Herz. Er berührt deine Göttlichkeit. Er berührt deine Seele. Die magnetischen Wellen breiten sich aus und lösen all das, was dich belastet. Deine Seele darf sich erneuern, sie darf sich durch die Reinigung ausdehnen und heil werden. Deine Schöpferkraft wird ausgedehnt und mit dem Feuer von Uranus genährt. Dies geschieht jetzt in den nächsten Momenten. Ich gebe dir ein wenig Zeit, all die wundervollen magnetischen Linien vom Uranus zu genießen.
all das, was durch Uranus jetzt in dir bewirkt wurde, trägt dazu bei, dass die Energie von Neptun in dir wirken kann. Und so bitte ich jetzt um die Energien von Neptun. Ich bitte um die magnetischen Wellen der neptunischen Energie und sie fließt jetzt zu dir. Sie berührt deine Zirbeldrüse. Sie wirkt tief in deiner Zirbeldrüse, reinigt sie und dehnt sie aus. Lasse alles geschehen, denn es geschieht in der höchsten göttlichen Weisheit, voller Liebe für dich, geführt über die Energie des Neptuns. So wird gleichzeitig dein ganzer Körper entgiftet und du wirst neu ausgerichtet. Lasse dies zu und gebe dich den Energien hin. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, um diese große Reinigung zu genießen. Je mehr und tiefer du dich hingeben kannst, umso besser können die Energien für dich wirken. Und wenn nun die Energie von Uranus und Neptun bei dir gereinigt. Und wenn nun diese beiden Energien dich reinigen durften, dich ausdehnen durften, bist du bereit, um die Energien von Pluto zu empfangen. Und so rufe ich die Energie, die magnetischen Wellen von Pluto. Verbinde mich mit Pluto und sofort beginnt die Energie zu dir zu fließen. Altes Karma wird nun gelöst, so wie es gut und richtig ist. Die Wellen von Pluto fließen durch deine Seele, durch deine Zellkerne und lösen alle alten Strukturen, alten Karmas, welche du noch trägst, so weit wie es jetzt möglich ist. Lasse dich ganz tief berühren und öffne dich dieser großen Heilung. Es sind Geschenke des Universums, welche dir Pluto überbringt. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um all dies zu genießen und um die Heilung zu empfangen.
Wenn du es zulässt, wird die Energie von Pluto wie ein Katalysator in dir wirken. Und alles, was jetzt in dieser großen Heilung geschah, wird verstärkt geschehen. So nehme dir heute ein wenig Zeit für dich und wisse, dass die Energien zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. Ich schließe nun meinen Kanal. Die Energien sind bei dir, sie wurden übertragen. Heilung wurde angeregt und fließt durch deinen Körper. Es war unbeschreiblich, diese drei Planetenenergien sind ein riesengroßes Geschenk. Und was ihr unbedingt wissen solltet, öffnet euch diesen Energien, nehmt sie an, lasst euch begleiten, geht nicht in den Widerstand, denn alles, was in den Widerstand geht, wird zu großen Konflikten führen. Aber ich weiß ja, dass ihr alle sehr spirituell seid, dass ihr alle das neue hohe Bewusstsein bekommen möchtet, dass ihr alle die neue Seele erhalten möchtet. Ich weiß, und deswegen ist es nur gut, dass diese Energien da sind, und dann wird es euch auch wundervoll damit gehen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und ich habe euch so lieb und freue mich auf das nächste Video mit euch. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi. Bis dann.